Och nee, diese Spielchen, das ist doch blöd. Also mit dem Messer klappt's nicht. Jo, komm her, ja, Mutti. Mach Sitz. Ich will das Zeug hier haben. Der Rest ist mir Wumpe. Das ist ja blöd. Gut, finde ich jetzt nicht so tragisch. Aber hier komme ich nicht weiter. Doch, hier hinten ist noch was. Wie es immer ein bisschen lag, wenn es stirbt, ne? Scharfschütze. Och nee. Nee, das bringt nichts. Ich will da hin. Aber wie soll ich denn das? Aber wie soll ich denn das schaffen? Das Ding muss irgendwie brennen. Die Frage ist, wie? Ich habe auch keinen Feuerdingsbums, wo ich sagen könnte, das kann ich vielleicht manuell. Lass mich mal überlegen. Scharfschützenmunition, die lag nicht umsonst hier. Die Frage ist nur, muss ich das vielleicht direkt treffen? Das hier zu öffnen war ein Fehler. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Wie komme ich? Komme ich nämlich bestimmt auch zum Weinberg und bin dann beim Kaufmann. Ich kann mir etwas vorstellen, aber ich halte mich erstmal noch zurück. Dieses Ding muss einfach nur brennen. Wenn die wenigstens was liegen lassen würde, ich verballe hier meine Munition. Das bringt alles nichts.
Nö, keine Ahnung. Also wenn du eine Idee hast, ich bin überfragt. Die Kette reicht so lange nicht. Komm mal her, Mutti. Die Frage ist, brennt sie lang genug? Jetzt kommen da bestimmt keine mehr. Goldene Dimitrescu. Und Magnum Muni. Interessant. Okay. Okay. Das habe ich nicht gewusst, dass das geht. Und jetzt kommen hier auch keine mehr raus. Ah. Okay, aber wie komme ich denn jetzt hier zum Weinberg? Ich meine, an sich ist mir der Kaufmann hier relativ scheißegal eigentlich, um ehrlich zu sein. Den finde ich auch auf der anderen Seite. Von daher, ich dachte, es ist komisch, dass sie nichts droppen und Infinite Respawn haben. Ja, das macht natürlich Sinn. Das Problem, dazu muss ich aber auch sagen, ich war mir nicht ganz sicher, ob die das nicht vielleicht generell machen. You know what I mean? Warte mal, von hier kam ich aus dem Schloss. So, hier nochmal holen. Es wäre cool, wenn das so wie beim Zweier oder bei den anderen gewesen ist. Habe ich die Brunnenkurbel noch? Ja. Weil das so eine gute Idee war. Das sieht doch nach Heisenberg aus. Okay, hier kann ich also nicht lang. Fehlt doch noch was, aber... Das ist von der anderen Seite verschlossen. Hm. Dann komme ich hier vielleicht raus? Weiß ich nicht. Bei dem linken? Nee, ich glaube nicht. Ich habe da meines Wissens habe ich da alles nachgeguckt. Es kann auch sein, dass ich hier vielleicht raus muss. Wenn ich mich mit dem Heisenberg so ein bisschen... Prügel, dass ich von hier runterkomme oder dass ich hier raus von der anderen Seite verschlossen. Kann ich nicht einfach eine Granate oder so reinsetzen? Hier klappt es auch nicht. Da komme ich auch nicht hoch. Hier kann ich hoch. Hier von der Seite? Nö. Oh.
Hier komme ich nicht weiter. Ich verstehe, wie es läuft. Hier oben das kann ich nicht. Aha. Explosivgeschoss. Lady Dimitrescus Halskette vollständig. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich hoffe nur, das kommt nicht wieder runter. Okay, das mit der Seite war wirklich komisch. Langsam glaube ich auch, dass dem Ring etwas aus dem Schloss... Langsam glaube ich auch, dass dem Ring etwas aus dem Schloss fehlt. Das kann auch sein, dass ich da irgendwas vergessen habe. Ich habe ja nicht alles. Ich habe ja den Schatz zum Beispiel in diesem Rondell nicht. Gucken wir uns mal an. Wo habe ich es denn? Karte? Nein. Schloss Dimitrescu. Hier ist ja das Schloss der Dimitrescu. Hier im Innenhof fehlt noch was. Und hier, den Weinkeller konnten wir ja öffnen mit dem Schlüssel von der Dingsbums. Also wir haben hier noch einiges gefunden. Hier zum Beispiel schmiedener Schlüssel, damit hätte ich jetzt noch was weitermachen können. Hier haben wir in dem Verkostungszimmer noch nicht viel, noch nicht alles gefunden. Hier auch noch nicht. Untergeschoss 2 haben wir. Also hier fehlt noch ein bisschen was und ich glaube, hier hätten wir auch irgendwas gefunden in diesem Raum. Von der Dame hier im Innenhof. Keine Ahnung, fehlt noch irgendwas. Hier haben wir alles. Dachboden. Aber gar nichts. Dachgeschoss 2. Naja, Turm des Zorns. Glockenturm ist jetzt auch nicht so viel. Und im Turm gab es auch nicht so viel. Also dementsprechend, wir haben im Schloss einiges verfehlt. Dementsprechend, ich glaube nicht, dass wir den Ring noch vollständig kriegen. Obwohl, ich will mal was probieren. Ich habe einmal gespeichert. Ah ne, da kann ich nicht mehr rein. Schade, ich dachte, ich könnte irgendwie bei dem Spiel ein bisschen tricksen. Was haben wir hier? Ist auch zu. Ach, schade. Na gut, müssen wir zurückfahren mit dem Boot. Der dicke Duke, der sitzt im Boot. So viele Lachssteaks waren im Angebot. Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie von jemandem gehört, der fast nur Fisch isst und richtig dick geworden ist. Ich glaube, bei Fisch ist das schon ein bisschen schwierig, weil das ja ganz andere Fettaminosäuren hat als normales Fleisch. Da kann ich mir gut vorstellen, dass bei Fisch es ein bisschen schwieriger wird, richtig an Gewicht zuzunehmen. Oder man isst richtig viel davon. Das kann ich mir auch vorstellen. Hab allgemein noch nie von jemandem gehört, der nur Fisch isst. Ja, das stimmt. Aber viel. Aber gut, wir sind ja jetzt auch keine Küstenstadt. Also ich glaube, wenn man wirklich jemanden... Steinernes Podest... Ich
gehe da nochmal hin. Nee, das ist was anderes. Ich nehme an, hier muss das hin, was wir da später zusammensetzen. Na, generell. Na, Fisch ist relativ teures Fleisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dementsprechend... Ich hole mir mal gerne zum Frühstück Lachssteak und so ein Kram. Dementsprechend muss ich halt schon sagen, ich nehme an, das, was wir hier rausfinden oder hier rausholen, müssen wir Dingsbums. Müssen wir wahrscheinlich da drüben ablegen. Aber gerne. Der sieht so aus, als wüsste der irgendwas. Kristallfragment, 2 Stück. Lady Di... Oh, 50.000. Goldene Lady Dimitrescu. Bin ich nicht so sicher. Aha. Waren. Brauche ich... Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. So, warte mal. Lady Dimitrescu ist auch fertig. Geschäft. Oh, ja. Ja, das muss aber... Ist aber komischerweise ist das... Der Ausflug generell hat sich gelohnt. Die goldene Lady hat auch 20.000 gegeben. Heißt zu leben. Überlass das mir. Feuerrad brauche ich bei dem, glaube ich, gar nicht. Einfach aus dem Aspekt, dass der, dass ich hier kaum Feuerrad brauche. Was habe ich denn als Feinkost? Im Besitz 2 und 1 fehlt mir noch. Das fehlt mir auch. Hier fehlt mir noch Fisch und Geflügel. Das habe ich schon gespachtelt. Mir fehlt ganz viel Fisch. Die Bewegungsgeschwindigkeit steigt. Och, komm schon. Essen ist Leben. Tja, dafür lebst du aber vielleicht ein bisschen zu extrem, mein Freund. Mit Vergnügen. Jo, na gut, wir können es mal probieren, aber... Schönen Tag. Das lief doch ganz gut. Es hat sich generell gelohnt, der Ausflug. Jo, nee, auf jeden Fall, wenn ich, zu viel Fisch esse, da merke ich doch auch, da merke ich auch schon irgendwie, dass da nicht zu viel Fisch, sondern wenn ich mir Fisch hole oder so, merke ich schon den Unterschied. Also ich bezahle auch schon 3 bis 4 Euro. Und wenn man sich 100 bis, je nachdem was man sich da holt, 100, 200, 300 Gramm das Fischfilet. Auf der anderen Seite Filet ist natürlich auch das Feinste. Also Lachsfilet oder, obwohl Lachsforelle ist ein bisschen günstiger. Da müssen wir mal weiter. Also ich würde jetzt nicht sehen, dass es hier noch irgendwas zu holen gibt. Hier habe ich jetzt auch keine Schatzkarte oder so gefunden. Also irgendwie sieht das alles ganz gut aus. Steinernes Podest, da dachte ich erst, wir müssen... Unvollendeter Kelch. Ich habe so das Gefühl, wenn wir den Kelch vollendet haben, müssen wir den hier rüberschiffen und da irgendwie hinbringen. Das sagt mir das Blut. Den habe ich jetzt hier nicht getroffen, aber ist egal. Wir haben den Schatz. Im Tresco-Hammer. Jetzt müssen wir eigentlich ja, zu den Kannibalenleuten oder zu dem Schatz unterhalb der Festung. Good luck. Ja, Heisenberg fehlt noch, dieser Lümmel.
Der ist auch der Chef von den Werwölfen, ne? Kranker Scheiß. Na komm her. Komm, put, put, put. Oh, der hat aber gut gefressen. Ich komme die nicht. Unendlich. Ich glaube, es war der richtige Weg. Weil das sieht für mich nämlich hier nach Finale aus. Dann gehe ich nochmal zurück. Und hol nochmal den anderen Schatz. Oh ja, Räucherfilet ist schon geil. Ist wenigstens ein bisschen Ruhe in dem Gang. Nein, Raben! Kacke. Hier sind also Fässer. Merken. Ich habe zu wenig Pistolenmunition. Habe ich die Befürchtung. Ich habe das Gefühl, das Sägewerk wird ein kleiner Dungeon. Schweinchen. Ein Schweinchen namens Babe. Das ist jetzt die Frage. Ist er Justin Penn gegangen? Also wenig
hat er nicht gefressen. Das muss man einfach mal gestehen. Aber ich muss sagen, es war okay. Von denen mache ich mal ein paar. Ansonsten geht es mir eigentlich ganz gut aktuell. Ich weiß nicht, ob ich die Landmine haben will. Hier gibt es noch was zu finden. Ach, ist doch kein Problem. Da hat sich jemand einfach nur einen Finger geschnitten. Der ist schon beim Arzt. Beim Betriebsarzt. Der ist gerade auf Urlaub. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Gabelstaplerfahrer Klaus. Okay, auf normal wäre der bestimmt schwerer. Drei Schlösser, warum war mir das so klar? Oh, Fleisch! Normales Fleisch sogar. Okay, das war sogar eine... Das war sogar nicht schlecht. Kann ich da irgendwie auch mir mehr Fleisch holen? Ich glaube nicht, dass ich die Landminen brauche. Dafür bin ich aber nicht geschaffen. Aber hier im großen Raum fehlt noch was. Die Frage ist, was? Irgendwo habe ich etwas übersehen. Lecker Fleisch. Wer weiß, wie lange das rumlag. Ah, es sieht noch gut aus. Hier gibt's noch was, aber... Die Frage ist... Okay, hat sich geklärt. Hat sich geklärt. Nur die Musik gefällt mir nicht. Vater Nikolaus Engel. Interessant. Money, money, money. Soviel zum Thema Landminen. Ich hätte hier so geil Landminen versetzen können. Aber wir sind durch. Die Frage ist... Ich will nochmal zurück. Zum Duke. Ärgert mich, dass wir hier nicht nochmal hinkommen. Naja. Gut, wunderbar. So, so langsam habe ich das Gefühl, nähert sich dem ganzen Kram dem Ende. Wir haben jetzt den nächsten
Schatz bekommen. Wunderbar. Suppi, suppi, suppi. Jetzt will ich nochmal zum wohlgenährten Kollegen. Warte mal. Ich will mal gucken. Bis nächstes Mal. Okay, Riesenaxt ist ein einzigartig, antike Münze einzigartig, kann fast alles verkaufen, bis auf den silbernen Ring. Obwohl ich glaube, wir haben einfach hier den Schatz verkackt. Oh, wie kommst du denn an so ein Schmuckstück? So, jetzt haben wir auch alles. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten gegen eine kleine Gebühr. Maximale Gesundheit, ja. Nur nicht. Ich kann's kaum erwarten. Bin gleich zurück. Et voilà. Bitte bedien dich. Also wenn ich jetzt nicht felsenfest davon überzeugt bin, dass der keine Ahnung hat von Hygiene... Mal. Würde ich sagen, der kann bestimmt gut kochen. Ich meine, guck dir den Duke mal an. Jetzt gibt's Fisch, wo wir es schon davon hatten. So, kein Geflügel, 14 mal wild. Jetzt habe ich natürlich gar nichts mehr, was ich hier machen kann. Du brauchst für alles Fisch. Ich bin so gespannt auf die nächsten Zutaten. Ja, das glaube ich dir. Aber gerne. So, das ist ja keinen weiteren Koffer. Ich meine, gut, so wie es aussieht, wir haben jetzt nicht großartig ein Problem. Dem Silberring bin ich echt nicht so ganz sicher, ob ich den wirklich noch zusammenkriege. Für ein Dorf, was so sehr in den Bergen ist, essen die ganz schön viel Fisch. Ja gut, auf der anderen Seite, die haben auch einen Fluss, ne? Die haben einen Fluss, die haben einen See. Also, dafür... kann ich mir schon gut vorstellen, dass sie viel Fisch haben. Das Problem ist allerdings nur, du findest so wenig Fisch, ne? Es ist ja nicht so, als hätte ich nicht irgendwie hier abgegrast. Aber dafür, dass ich so viel Wild finde, finde ich viel zu wenig Fisch. Und das ist halt ein bisschen blöd. Naja, wir haben einmal unsere Gesundheit beträchtlich gesteigert, einmal unsere Gesundheit gut gesteigert. Von daher passt das schon. Na komm her. Ich wollte sagen, ich höre die nur von der rechten Seite. Wo sind die? Pfeilen. Das sind Lykaner. Die haben wie bekloppt auf mich reinzurennen. Sniper-Muni. Ja, es sieht gut aus. Sieht alles ziemlich akzeptabel aus. Wieder ruhig. Das gefällt mir. Chemikalien, wieder Muni. Ich glaube, auf normal werden hier
gäbe es hier so viele Probleme. Es ist ärgerlich, dass man mittendrin den Schwierigkeitsgrad nicht mehr ansteigern kann, so nach dem Motto, okay, da gibt es jetzt irgendwie eine Hürde, die ich jetzt nicht so ganz schaffe, da mache ich dann hier, die mache ich dann auf leicht und dann verändere ich das. Das war bei Resident Evil 3 schon der Fall. Dass du da zwei, dreimal verreckst und dann willst du auf Dingsbums setzen, machst du dann irgendwie ja, weil du es halt endlich mal hinter dich bringen willst. Und dann merkst du einfach drauf geschissen. Das war's. Ich weiß nicht, ob die irgendwas liegen lassen, haben liegen lassen. Dementsprechend gehe ich einfach nochmal zurück. In der Hoffnung, dass die nicht nochmal respawnen. Aber ich glaube nicht. Respawnende Gegner. Auch wenn man einem, wenn die keine Munition droppen. Das ist schon ein bisschen schwierig. Vielleicht ist es echt ein leichter Spaziergang. Klingt jetzt blöd. Wenn wir nicht so weit fortgeschritten wären, würde ich sagen, komm, drauf geschissen, machen wir nochmal neu. Aber trotz alledem bin ich leicht angespannt. Weil ich ja halt schreckhaft bin. Oh, ich krieg doch gut Muni. Flintenmuni. Ah, oh, schön. Das sieht doch alles super aus. Gefällt mir. Gefällt mir. So, Justin war jetzt relativ lange Zeit still. Ich weiß nicht, wie es mit dem Kai aussieht. Lass mich raten, wenn ich das ziehe. Ja, es war mir klar. Ach nö. So schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen. Ach Mist, ich hätte so viele Landminen hier verballern können. Naja gut, ist okay. Kann man mal nicht meckern. Die kommen bestimmt wieder. Wenn ich jetzt da oben dieses Tor öffne. Ja, es war so ein Zweier-Tor. Ist bekannt. Die Frage ist, ob es ein gutes Zeichen ist, dass du so viel Ammo bekommst. Ja, ich weiß nicht. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, bei normal wäre es auf jeden Fall weniger. Warte mal. Ich will mal was probieren. So, komm mal zu Papa hier. Und für den Fall eines Falles. So. Hm. Lass uns spielen, liebe Wow, Waus. Kommt
kleine Wauwaus hier piept es, dann macht es auch ganz schnell Bumm. Och, komm schon. Warum war mir das so klar? Ich wette mit dir meinen linken Hoden, Zui, wenn ich mich nicht vorbereitet hätte. Wenn ich hier keine Minen verteilt hätte, wären noch welche gekommen. Kann ich irgendwie so einen Raben vom Himmel holen? Ich weiß nicht, ob ich die treffe. Nee, sieht nicht so aus. Jetzt kommen sie. Ich dachte, es wäre eine Statue oder so, oder ein Rabe. So, die Festung. Na super, dann komm mal her, Heisenberg. Ne? Ich habe auf euch gewartet. Speicherraum, Speicherraum. Wie safe bist du nur, Speicherraum? Schrottteile. Scharfschützenmunition. Es gefällt mir nicht, dass ich so viel Scharfschützenmuni gerade krieg. Also mir gefällt das schon, aber... Ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll. Also hier im Raum gibt's noch was. Bestimmt hier oben. Das muss ihr Nest sein. Räuchern wir aus, kein Problem. Ratte! No. Na komm her, mein Kleiner. Hallo! Schlucki!
Och Mann, du... Verpiss dich! Gibt's hier noch was? Keine Ahnung, ob das notwendig gewesen ist, aber... Sicher ist sicher. Schau mal hier unten lang. Na gut, ich hätte hier vielleicht noch wesentlich taktischer vorgehen können. Aber naja. Weiß nicht, ob ich das hinkrieg. Die lasse ich einfach mal liegen. Explosion ist das? Blendgeschoss? Ah, okay, Blendgeschoss, verstehe. Weißt du was, die lasse ich jetzt einfach mal hier liegen. Den Stimmverzerrer habe ich mit meinen Stimmbändern gemacht. Och Mann, warum? Warum?